Hier ist wieder Hannelore Drees von der Hobby Company aus Quickborn. Und wir haben ganz neu diese Leckerei-Box. Total süß und knuffig. Und wir haben neu das Stempelset Fresh, Market Fresh. Und ich finde halt die Erdbeeren so toll und habe hin und her überlegt, was ich noch damit machen kann. Und habe also hier schon mal die Box eigentlich an sich gemacht mit einem neuen Hintergrundstempel. Alles mit Punkten, ganz toll. Dieses Teil gehört, also dieses Etikett gehört zur Box dazu und auch diese kleine Schrift. Und ja, die Erdbeeren sind eben aus dem Stempelset und ausgeschnitten. Und was ich mir dann noch dazu ausgedacht habe, das zeige ich dir jetzt einfach mal. Los geht's! So, dafür habe ich mir jetzt mit dem Basisteil für diese Leckereienbox zwei Teile ausgestanzt und als Henkel habe ich jetzt hier dieses Teil genommen. Das habe ich auch schon ausgestanzt und nun muss das Ganze gut gefalzt werden. Und so habe ich als Farbkarton das neue Flüsterweiß genommen. Das ist stärker, hat 270 Gramm, eignet sich natürlich super gut für Verpackungen. Okay, wie gesagt, das alles jetzt hier gut falzen und ich möchte eine ganz bestimmte Box machen und dafür habe ich auch ein neues Stempelset mir jetzt hierher gelegt. So, das kann so machen. Okay. Und ja, das muss ich ja auch noch machen. Ist es das Stempelset Market Fresh und ich finde einfach die Erdbeeren so schön. Und also ich will jetzt was mit Erdbeeren machen und ich nehme mir jetzt erstmal ein Post-it oder zwei. Ups. Fällt mir hier alles durch die Gegend und damit schließe ich mir hier das jetzt ein bisschen ab, damit ich einen sauberen Übergang habe. Unten ist es nicht ganz so tragisch. Und da ich die nachher kolorieren möchte, nehme ich hier unser Stays On in Schwarz. Das riecht immer so gut. Und stempel das Ganze in Schwarz ab. So. Jetzt muss ich mal gucken. Cool, super Abdruck, ne? So, und das Ganze mache ich jetzt auch auf der anderen Seite. Zusätzlich habe ich mir noch so einen Streifen mit Erdbeeren aufgestempelt. Die will ich nachher ausschneiden. Ja. Und wenn du dieses Stempelkissen verwendest, das ist nicht wasserlöslich, die Stempelfarbe, dann brauchst du einen extra Reiniger. Also unbedingt dran denken, damit dein Stempelabdruck auch wieder oder dein Stempel auch wieder schön sauber wird. So, kurze Trocknungszeit und diese Sachen hier am besten auch schon im Vorwege ein bisschen falzen. Geht zwar auch hinterher, aber besser ist besser. Okay, dann sind die kleinen Klebelaschen hier ja schon umgeknickt, umgefalzt und dafür nehme ich jetzt hier wieder meinen Mehrzweckflüssigkleber und da kommt jetzt die zweite Seite oben drauf. Gut festdrücken und dann machst du das mit der anderen Seite ganz genauso. Ich koloriere das Ganze jetzt wieder mit einem Wassertankstift. Ich male sehr gerne mit dem. Natürlich Papier und Wasser ist nicht so wirklich toll. Also da immer ein bisschen vorsichtig sein. So. Und die Blätter male ich dann nachher mit dem Stampin' Write Marker an.
So, der Marker hat ja eine Pinselspitze und eine, zeige ich dir auch nochmal hier, eine feine Spitze. Schreiben kann man auch mit beiden. Und da kann ich jetzt direkt hier, ich habe jetzt Gartengrün gewählt und kann jetzt direkt in meinen Stempelabdruck reingehen. Und die Blätter will ich jetzt auch nicht weiter schattieren, sondern die sollen jetzt einfach in Grün sein. So, jetzt habe ich alles angemalt und habe jetzt zusätzlich mir diese Schrift auf Minz Makrone aufgedruckt, in schwarz aufgestempelt. Und ich habe mir diese Erdbeere, hast du ja vorhin gesehen, hatte ich mir ja nochmal aufgestempelt. Die habe ich jetzt separat ausgeschnitten, habe so irgendein Blatt nochmal weggelassen. Und die ziehe ich mir jetzt hier schön übers Falzbein. Und ich inke noch mal so ein bisschen die Schnittstellen. So. Und dann klebe ich sie mir mit einem Dimension, also mit einem Abstandspad, hier auf die andere oben drauf. So. Gut, und das Teil, das inke ich jetzt auch noch mal schön. Das ist, und zwar nehme ich dafür Savanne, damit es noch so ein bisschen gebraucht aussieht. Dieses kleine Schild hier. So, dann schneide ich diese kleinen Fähnchen hier an der Seite vorsichtig ab. So, und das habe ich jetzt hier schon mal draufgeklebt und den Rest vom Schild, also ohne diese kleinen Fähnchen, ziehe ich jetzt auch noch mal so ein bisschen hier über mein Falzbein und klebe die mit zwei Stückchen, vielleicht etwas größere hier, von dem Abstandspads auf. So, das kommt jetzt hier drüber. Cool. Ist das süß? Total knuffig. Okay, jetzt habe ich das ja soweit erledigt. Die andere Seite habe ich auch schon fertig. Dann kann ich jetzt den Boden zusammengeben. Also den kann man einfach so stecken, aber so wirklich toll hält der nicht. Ich möchte ihn einfach kleben. So, die Box ist also theoretisch ja schon fertig, aber ich hatte mir jetzt was anderes dafür ausgedacht. Und zwar möchte ich, dass das so ist. Und zwar soll das eine kleine Kanne werden. Keine Ahnung wofür, aber ich fand das einfach süß. Und dafür habe ich mir jetzt für das Vorderteil ein Stück nochmal, also das ist dieser Knick hier, den habe ich mir nochmal ausgestanzt in Glutrot und habe den auch schon so ein bisschen geinkt. Jetzt kriegt er noch ein bisschen Klebstoff. Und ich klebe das Ganze jetzt hier so als Tülle praktisch drauf. So, die Schnittstelle inke ich auch noch mal schön, aber das kommt sowieso noch. So, und dann eine Kanne, muss natürlich auch hier hinten einen Henkel haben. Da habe ich noch mal hier diesen Bügel zweifach in Glutrot ausgestanzt, habe dann auch noch mal diese Grifföffnung gemacht und habe zwei Stück, ich zeige das mal so, also praktisch dieses Stück habe ich noch mal
ausgestanzt, doppelt in Blutrot, habe dann auch den Griff gearbeitet, habe das hier gefalzt und die beiden Teile zusammengeklebt, so dass ich das jetzt so öffnen kann. Und das Ganze kriegt jetzt auch ein bisschen Klebstoff. Geinkt habe ich es auch schon. Und das kommt jetzt hier hinten. Also du musst es ein bisschen kürzen, weil im Ganzen ist es zu lang. Aber das siehst du ja auch. Du bist ja Profi. Und jetzt kann ich das Ganze hier als kleinen Griff anbringen. So, das Ganze ein bisschen in Form bringen noch. So, sieht schon ganz cool aus, so, oder? Und ja, jetzt kommt noch ein bisschen Verschluss. Oh, da habe ich nicht genug gedrückt. Und ein bisschen Deko dazu. Ja, und dann zeige ich dir gleich, wie das Teil dann fertig aussieht. Ja, und nun ist sie fertig. Ist das süß? Die kleinen Blüten hier habe ich mit unserer Stanze kleine Blüte gemacht. Also das sind dann hier nochmal die Erdbeerblüten. Und ja, wenn man dabei ist, geht es einmal mit mir durch. Und diese kleinen Blätter sind hier aus den Framelits Blütenzauber. Also ich könnte noch mehr dran geben, aber ich glaube, jetzt höre ich erstmal auf. Also das ist so meine kleine Verpackung. Ach ja, und für den Verschluss habe ich einen Magnet verwendet, weil es war einfach am einfachsten. So, und jetzt habe ich hier so meine kleine Erdbeerkanne. Ich finde sie einfach total süß. Und diese Erdbeeren, ach, die sind so schön. Also, vielleicht hast du Lust, es nachzumachen. Viel Spaß dabei. Und wenn du Fragen hast, einfach mal bei mir durchklingeln oder mir eine E-Mail schreiben. Das war's aus Quickborn. Tschüss!